Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge diese Woche. Das hast du schön gesagt, Timmy. Was machen wir heute? Ich würde sagen, den Encounter im Fleckmannbrunnen holen. Bist du schon raus aus der Höhle? Nein, jetzt gleich. Dann mach mal. Ich, ja, ich nehme noch alles. Geh schon mal nach Azalea City rein. Und heil meine Pokémon, weil heilen ist richtig und wichtig. Bereit mich vor. Muss gut gepreppt sein. Pokebälle. 10 Stück. So. Also ich habe 2800. Warte mal, so, jetzt setze ich aber was anderes nach vorne. Zack, zack, jetzt muss Celestia noch ein bisschen gelevelt werden. Da ist nämlich noch ein Dudi, den ich ein bisschen zerstören muss. Zerstören wir mal ein bisschen. Ja. Oh, der hat einen Simsala. Ja, natürlich. Denk vor allen Dingen dran, wenn du nach links rausgehst aus der Stadt, ne, kommt der Rivale. Ja, zum 10. Mal. Ja, ich sage das bloß nicht, dass es dann heißt, oh, schade, André, ich bin in den Rivalen reingelaufen aus Versehen. Ich würde das auch noch 10 Mal sagen. Das ist halt meine eigene Sicherheit, weil ich muss dann den Rivalenkampf auch machen. Und ich hätte keine Lust jetzt auf den Rivalenkampf, Digga. Absolut nicht. Ein Kampf-Simsala. Ja, passt doch. Total. Ich bin begeistert. So, Kurt. Wir sollten aber, denke ich, auch in der Arena jetzt bessere Chancen haben. Meine Pokémon sind fast Level 20, 3 Stück. Ja, meine nicht, ich muss noch ein bisschen was dann aufholen. So, also ich könnte jetzt in den Fleckmannbrunnen reingehen. Ich werde mich da vorstellen und chillen, warte, bis du da bist, und dann gehen wir da zusammen rein. Machen wir so. Machen wir so, ne? Ja. So, Leute, ich hoffe, es gefällt euch bis jetzt. Also, wir finden es gerade sehr entspannt. Heißt nicht, dass wir jetzt nachlässig werden, aber wir denken, das könnte ein Run sein, der gut funktioniert. Pokémon sind cool, ziemliche Underdogs dabei, nichts überkrasses. Bei mir vielleicht Zoompex und bei dir. Was ist denn bei dir vielleicht ganz krass? Ich habe Eisen gefunden. Das heißt, es gibt Money, 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 Money. Ja, das ist, du kannst dir Pokebälle kaufen. Bei dir könnte vielleicht ganz krass. Ganz krass sein Nidoran. Ja, normal halt. Timmy hat sich übrigens sehr gefreut, als er Nidoran als Start-Pokémon bekommen hat. Weil das war schon in der ersten Soding so sein. Sein Nice-Pokémon hat sich ja bis zum Schluss bewährt gemacht. Mal gucken, wie es hat sich ja auch bewährt gemacht, wenn es gestorben wäre. Mal gucken, wie es sich in dieser Pokémon-Soding da bewährt macht. Wir werden gespannt sein. Ja. Heilsturm. Also ich kämpfe gerade gegen Pichu. Aber wieder den Eis-Typ, ne? Da können wir sogar diese Folge, wenn wir den Fleckmannbrunnen schnell machen können, noch den Route 33 Encounter holen. Chill, Bruder, chill. Ich will jetzt nichts überstürzen. Überstürzen heißt sterben. Das läuft mir gerade zu einfach irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwas kommt hier. Spätestens in der Bianca Arena. In der nächsten. Kommt irgendwas, ja. Irgendwas Beschissenes kommt dann. Wir müssen erstmal bis zu der Arena kommen. Digga, ich komme auf jeden Fall bis zu der Arena. Und du? Ja, da bringt aber nichts, wenn du da alleine hinläufst. Das stimmt allerdings, da hast du recht. Hast du gut festgestellt, dass das nichts bringt. Ja, ne? Ich würd dich auch mitnehmen, Timmy. Zur Not an der Hand. Womit habe ich das verdient? Was, mich? Ja.
Digga, du hast mit mir eigentlich echt gut getroffen, ne? Ich mach die meiste Arbeit von uns. Stimmt. Ja. Stell dir mal vor, du müsstest alleine die Rahmen machen, immer editieren, die ganzen Parts cutten, Parts als Short cutten, die Thumbnails dazu machen. Hallo, Abkürzung. Wenn du mich nicht so in den Arsch treten würdest und so und wir das nicht zusammen machen würden, würde ich gar nichts machen. Ja, stimmt. Du wärst dann wieder im Timmy-Modus. Im Rentner-Modus. Ich liege lieber abends auf meiner Couch. Als gehaltenes Item schwächt diese Bäre besonders effektive gegnerische Attacken vom Typ Feuer. Das kann ich Choupé geben, die Bäre. Die ja, die kannst, auch bloß, die kannst du bloß einmal nehmen, ne? Ja, aber einmal ist besser als keinmal, ne? Ja, gut. So, warte mal, jetzt muss ich den Wanderer, den skippe ich jetzt hat mal sich eben. Timmy, das hatte Timmy beim Sex früher auch gedacht. Einmal ist besser als keinmal. True Story. So, ich habe jetzt den Wanderer erstmal geskippt. Den mache ich gleich nach unserem Encounter oder vor unserem Encounter dann auf Route 33. So, dann gehe ich mal eben heilen und dann gehen wir zu Kurti. Ich bin schon bei Kurti gewesen, also du musst zu Kurti gehen. Ja. Da ist Kurti. Ah, diese Woche kommt Zelda raus, Digga, und ich weiß nicht, ob ich mir das holen soll. Ich muss noch Hogwarts Legacy weiterspielen. Ja, ich auch. Ich muss Hogwarts Legacy noch weiterspielen. Ich muss noch Horizon Forbidden West weiterspielen und nochmal durchspielen. Ich habe ja noch Elden Ring liegen und Resident Evil Village und Resident Evil 4 Remake ist auch draußen und Star Wars und... Oh. Just do it! Just do it! Na, Destiny ist gerade eh tot irgendwie. Von daher werde ich mich wahrscheinlich wirklich mal um die ganzen Story Games kümmern. Himmelfahrt ist auch bald. Da ist frei, dann ist Frohen Leichnam noch frei. Einfach mal so Story-Game-Tage reinballern, ey. Von Fuß bis abends streamen. Ja. Bist du schon drin? Nö, ich warte auf dich. Dann go for it. Rein da? Okay. Rein da. Okay, ich habe noch keinen Encounter, ich bin als erstes in den Rocket-Typ reingerannt. Und er hat einen Simsala und wir wissen, es ist ein Kampf-Simsala. Dann mach bitte den Encounter direkt nach dem Rocket-Typen. Ich habe den jetzt auch schnell gemacht. Gegenschlag dazu. Ich bleibe mit meinem Psycho. Ah, ich liebe... Digga, das ist einfach mein Kampf-Unlicht-Simsala. Cool. Was ist das denn für eine Scheiße? Ja, meine Psychokinese hat keine Wirkung. Boah, das hätte jetzt auch irgendwie richtig Memento Mori. Ja, perfekt. Junge, das nehme ich doch. Er sich freut. Besiegt selber. Besiegt dich. Ja, Digga, würdest du dich dann nicht freuen, wenn sich das Drecksvieh selber besiegt? Egal welches Vieh es ist. Wenn die sich selber... Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Lady Venom versucht Eiseskälte zu lernen. Ja, nehmen wir für Lawine für weg. 30% Genauigkeit. Übrigens, wir freuen uns immer noch, wenn ihr uns Sachen malt, ne? Ich habe Eiseskälte jetzt nicht erlernt. Also nicht, dass du denkst, ich hätte das jetzt wirklich getan. Hätte ich dir zugetraut, Tim. Ja, Arschloch. Hätte ich dir jetzt eiskalt zugetraut. Und als nächstes kämpfe ich gegen ein Pelipper. Pelipper. Ich
Aber da weiß ich auch nicht, was du bist. Ich gehe jetzt einfach meinen Iron. War Wingull nicht Gift? Bei mir, ja. Ja, ja, da müsste Pitbull auch was mit Gift sein, im besten Fall. Stimmt, Schlammbad. Jo, ich wäre besser in Dark Doll gegangen. Der Instinkt hat mich getrügt. Oh, Iron Fist wurde vergiftet. Der Instinkt hat mich getrügt. Oh, meine Spinnensinne klingeln. Halt dein Maul, Alter. So, ab in Dark Doll. Ah. Gift, Kampfanschlag, nee, Gift, Gegenstoß ist Unlicht, ne? Ja. Ja. Okay. Dann ist alles coolio. Alles coolio? Er wird wahrscheinlich die Route 33 Konto nächste Woche machen. Timmy, wenn du so brüllst, Timmy, wenn du so brüllst, hört man das nicht durch dein scheiß Mikrofon. Ja, es hat einfach mal Feuerzahn eingesetzt. Das ist bis nächste Woche die Aufgabe, dein Mikrofon gescheit einzustellen. Ich hatte mein Mikrofon. Ja, dann stellst du es nochmal richtig ein. Mir scheißegal. Digga, es hat einfach Feuerzahn. Es kam einfach mit dem Feuerzahn um die Ecke. Ja. Wird einfach ein Stück von dir abbeißen, Timmy. Kannst du mal sehen. So, gehen wir in den Counter? Ja, ich warte bloß auf dich. Ja, gehen wir in den Counter. Und der Encounter wird... Wird... Oh, ich bin drin und ich habe ein... Ich darf rerollen. Was hast du? Lavados. Einfach ein Tengulist, Digga. Einfach ein Tengulist. Oh. Was? Oh oh. Der hat einfach reingeschmied, der Schlinge. Ja. So. So. Mein Reroll ist... Oh, Digga. Mein Reroll ist, ja. Es kam was in Stuttgart, irgendwas gleich. Der ist Level 6, aber hat schon zwei Ringe geschmiedet, Intus. Also mein Dingens wäre ein Knospi. Knospi mit Turbo-Tempo. Das will ich haben. Und die Psychokinese hat keine Wirkung auf. Es ist ein Unlichttyp. Fick dich. Fick dein Leben. Strafattacke, wechsel dich. Nasty Plot. Fick dich noch mehr! Nein, eine Filzsaurer, der ist plus 4! Und frei! Ich nicht. Er setzt Karateschlag ein. Das heißt, es ist ein Normalkampf, Unlichtkampf. Ich kann nichts Low-Leveliges reinwechseln jetzt bei mir. Ich hab's. Gut. So, gucken wir jetzt mal, was es ist. Also, es könnte ein Roserade werden. Und es ist rein ein Unlichttyp, kann aber Karateschlag, okay. Ist noch ein Knospi, ne? Ja. Na, das kann ja alles noch werden. Ja, dann...
Würde ich halt auf Unlichtkampf tippen. Ist eigentlich ein ganz geiles Typing. Wenn ja, bloß das Rosrade Kinder physischen Attacken kann. Also gut macht. Warte, es wackelt einfach dreimal und es spielt Hurensohn mit mir. Was soll denn das? Rosrade. Rose Thorn, Poison Ivy, Flora Fury, Tawny Queen, das ist aber ein Mann. Petal Puncher, das gefällt mir. Bloom Battler, Poison Petal, Rose Riot, Flower Fame, Team, ne. Big so, warte mal, du hast einen Knospi. Wein Viper, ich kann Wein Wichsen und Wein Viper nehmen. Was ist dein Knospi für ein Typ? Unlicht. Tawny Wichsen, ich nehme Tawny Wichsen. Horny klingt wie horny. Tawny. Nein, Tawny Wichsen passt nicht. Scheiße. Dann nehme ich Pedal Puncher. Ich auch mal Petal Punch. Passt auch nicht. Prickly Pier. Prickly Pier. Müsste genau passen, wenn ich mich nicht verzählt habe. Wir werden es jetzt erfahren. Prick. Boah, ich hätte gern Pokémon mit Trugschlag. Das wäre schön. Okay, ich habe mich verzählt. Board Nicknames. Top 20 Short Nicknames. Rose, Thorn, Ivy, Fleur, Petal. Mann, den Gun ist, jetzt mach doch nicht so eine Scheiße, Mann, jetzt lass dich doch mal fangen, du scheiß Vieh. Ich nenne es Wichsen. Weil es jetzt mir angezeigt wurde. Habe ich einmal Wein wichsen und einmal normal wichsen. Nennst doch Rose wichsen oder so. Ja, ne, jetzt heißt es wichsen. So, jetzt. Api api heili heili machi machi und dann Team Rocky Rocky Fiki Fiki. Sehr schön, wenn hier gutes Mal im Ball bleiben würde. Ich kann ja auch mein Eisen verkaufen. Verkaufen Eisen. Ja. Ui. Kann auch passieren, der Route 33 Encounter müssen wir erst nach der Arena, nämlich weil da gerade viele Pokebälle runter sind los. Also ich habe jetzt 8600. Das heißt, ich kann mir 40 Bälle holen. Und kriegt ja noch 4. Ja, Timmy, das nützt mir nicht viel, wenn du dir 40 Bälle kaufen kannst. Ich habe kein Geld für neue. Genau. You know? Ja. Hätte ich fast einen Timmy gemacht und wäre auf Flucht gegangen, Alter. Dann hätte ich dich ausgelacht.
Mein Gott, Tengulis, du scheiß Drecksbitch, Alter. Jetzt bleib in dem räudigen Ball. Wir werden auch den Brunnen wahrscheinlich nächste Woche, also wir werden den Brunnen auf alle Fälle nächste Woche beenden, weil wir sind schon am Ende des Parts. Oh. Echt? Ja. Dann lohnt es ja gar. Dann mache ich den Wanderer noch eben. Mach den Wanderer noch eben, genau. Dann mache ich noch den Wanderer eben. Mein Gott, Tengulist, Digga. Oh, was für ein Kampf, ey. Ja, Tengulist. So, welchen Typ hast du denn? Wahrscheinlich bloß Unlicht. Unlichtkampf! Ja, wenn meine Roserade das jetzt auch noch wird, dann haben wir ja, wäre ja cool. Dann haben wir ja ein nices Pärchen. Ich habe so gar keine Bock, gar keinen Bock, morgen arbeiten zu gehen, ne? Kann ich verstehen. Hm. Boah, ich nenne jetzt einfach Dark Diva, ey. Eine Dark Diva? Ja. So. Dann mache ich jetzt noch den Kampf schön zu Ende. Ich glaube es nicht. Wir haben so viele Pokémon gefangen jetzt, das ist schon wild. Wie noch nie. Ja, ich glaube, wir hatten noch nie nach Soling so viele Pokémon zur Verfügung. Ja, also, ja, prozentual gesehen so viele Encounter gefangen. Also wir sind prozentual wie viele Counter... Wir haben drei Encounter nicht gefangen, wir haben drei nicht gefangen bis jetzt. Ja. Also stehen wir prozentual sehr gut da. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Pokémon aktuell. Ja, also 12 hätten wir fangen können, das heißt ja. 75%. 75% haben wir, ja. Ja. So, da würde ich sagen, machen wir Schluss für diese Woche. Digga, ich bin noch immer, hörst du nicht zu? Dann würde ich sagen, wir warten noch, bis sie mit dem Pokémon-Kampf fertig gemacht hat und machen dann Schluss für diese Woche. Ach, Leute, es läuft ganz gut. Wir dürfen nicht zu überschwänglich sein. Wir haben noch die Arena vor uns. Wir wissen, was das letzte Mal passiert ist mit der Aquana. Und das schwingt noch so ein bisschen nach. Deswegen werden wir da auch nicht unter Level 20 reingehen. Also ich werde auf alle Fälle dann 3 Pokémon bis Level 20 hochtrainiert haben. Oder bis kurz vor Level 20, also Krabi, Sumpex und Tauboga werden in der Arena wahrscheinlich haufenweise genutzt werden. Traumato, Togepi trainiere ich da drin noch ein bisschen mit hoch. Und dann nach der Arena ist mein Ziel, dass ich einen Gyarados habe als nächstes. Denn dann sollte es nicht mehr so schwer werden für mich. Mit dem Gyarados kann man viel machen. Und ich würde auch sagen, wir gucken dann mal so langsam, wenn es mehr Encounter werden, wie wir das Team aufstellen wollen. Ja, richtig. Weil ich habe ja ein paar Schwächen. So, ne? Deswegen. Ja. Müssen wir mal gucken, was wir noch an Encounter dazu Problem bekommen. Ist, obwohl, nee, Gyarados kann auf alle Fälle mit drin bleiben, weil Chopé ist Stahl, das brauchst du auf alle Fälle bei deinem Nidoran. Und ja. Ich habe einen Boden-Pokémon bei Carpador, das brauche ich auf alle Fälle mit Haubsi zusammen. Also die beiden würde ich auf alle Fälle schon mal mit drin lassen, genauso wie Krabi. Krabi und Sobirus machen sich auch ganz gut, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Aber das vielleicht Mankey rauskommt, mal gucken. Wir werden also auf alle Fälle dann noch die nächsten Folgen, wenn wir, ich würde sagen, wenn wir 12 Encounter, also 12 Pokémon insgesamt haben, gucken wir, wie wir wichsen. Mit den Wichsen. Oder? Genau, machen wir so. Ja. So, hab ich ja. So, ich hab den Wanderer Tom genudelt.
Sehr gut. Dann, Leute, es war unser Fest für diese Woche. Wir sehen uns am Montag wieder. Und ich würde sagen, guckt auf den Social Media Kanäle vorbei. Alles in der Beschreibung verlinkt. Lasst ein Abo da, lasst ein Like, damit es euch gefallen hat die ganze Woche. Und ja, Küsse gehen raus. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.